Hallihallo, habe die Ehre und herzlich willkommen zurück hier zum Car Mechanic Simulator 21. Wir haben hier bei dem E-Type, den haben wir komplett zerlegt, also beziehungsweise hinten schon wieder zusammengebaut. Vorne haben wir jetzt gerade eingekauft, da fangen wir jetzt an. Machen den wieder schön. Hoffen, dass der richtig schön Asche gibt. Jetzt machen wir mal alles weg, weil ich mir jetzt die Teile gleich... die wir noch brauchen. Ölfilter. Zündverteiler haben wir schon. Lammrohr brauchen wir wahrscheinlich zwei. Yep. Bremskopfverteiler brauchen wir. Kraftstofffilter brauchen wir. Batterie brauchen wir. Wischi brauchen wir. Kühler brauchen wir. Du. Das war's erst einmal. Das kaufen wir jetzt aber gleich. Was down haben. Batterie ist wieder drüben, klar. Stößt nicht, ich kann mich einbauen, du stößt auch nicht. Ich kann mir eigentlich auch schon reinklötzen. Ich will noch. Welche haben wir gehabt? Eigentlich nur die hier, gell? Nein. Ich glaube, die Sicherungen kaufe ich immer zusammen. Das ist so ein bisschen... C haben wir noch eine gehabt und Typ B. Nein. Drei Sicherungen. Ah, Typ A was. Gut. Dann brauchen wir noch dich und dich. Sind wir richtig? Passt. Oh. Mal vergessen, oder? Nein. Okay. Er stört auch nicht. Den Kühler lassen wir noch. Ölfilter können wir von unten machen. Machen wir jetzt auch gleich, weil mir die Nocke reinklötzen. Kurbel reinklötzen. Langsam kriege ich es hin, gell? Lernt er dazu. Ein bisschen düster, das muss ich mal völlig falsch zeichnen. Das Getriebe könnte man eigentlich auch gleich machen, wenn man schon oben hat. Kupplung und Getriebe. Anlasser haben wir noch nicht gekauft. Haben wir da noch einen auf Petto? Nein. Gucken wir gleich, mal man auch hinmachen können. Ich mag jetzt den Motor irgendwie fertig machen. Wir müssen dann eh nochmal runter, um das alles festzuschrauben und dann können wir die Achsen weitermachen. Hier kann der Zylinderkopf definitiv nicht abfliegen, dass da Schrauben drin sind. Vielleicht mal feierlich. 2, 4, wir waren richtig. 1, 2, 3, 4. 8 Stück haben wir gekauft, auf gut Glück. Genau, richtig gemacht.
Brauchen wir dann rein theoretisch aus 6 Cats. Dann sind, glaube ich, sogar mehr Elektro drin. Jo. Sollten wir jetzt irgendwie nach der Zeit schon wissen. Die sind seltsam angeordnet. Zwei jeweils so zusammen. Gut, Vergaser haben wir dich reparieren können. Sehr gut, da sind wieder ein paar Scheibchen drin. Okay, okay, dich haben wir auch. Noch eine Ansaugbrücke, oder? Luftfilterdeckel. Hättest du noch zum... Ja, gut, okay. Kann man jetzt sehen, wie man will, gell? Okay, dann fehlen mir zwei Klammern. Für... Hier. Den Zündverteiler, den wir jetzt auch gleich hinmachen können. Weil da müssen wir kaufen, glaube ich. Und zwar der Deckel. Nee, nichts. Okay. Brauchen wir jetzt zwei Klammern. Die sind nicht im Elektroshop. Die sind hier. Okay, dann machen wir mal hier vorne den ganzen Käse, was irgendwie ein bisschen unübersichtlich ist, aber... Nackenwellenrad. 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 Kette. Kette. Dann kommt dieses Teil hier rein. Und vorne in der Pömpel drauf. Ah, ist das, okay. Dann kommt der kleine Deckel drauf. Jo. Gut. Deckung gleich wieder drauf. Ich glaube, hiervon haben wir noch gar nichts. Vielleicht. Nein. Eins, zwei, drei. Und den Deckel kaufen wir gleich mit. Zwei verschiedene. Kaufen gleich den Abgaskrümmer mit. Hier habe ich doch schon, ja. Erst einmal für den Anfang. Wasserpumpe ist nicht drin. Das ist alles drüben. Nur ein Abgaskrümmer. Ja. Das wären zwei. Also hier fliegt der, wenn der wirklich mal explodieren sollte, dann fliegt der wirklich der komplette Motor um die Goschen. Weil so viele Schrauben wie hier drin sind, plus in dem Kopf, das kann ja gar nicht wegfliegen. Zählt? Yep, sind Kabelsatz brauchen wir. Dann klötzen wir die Lima rein. Und da die Wasserpumpe mit reinballern. Schau mal, ist das Equipment. Pumpenriemenscheibe brauchen wir. Ah! Mal erstmal die schnell. Riemen? Dann dürfte das doch schon fertig sein, oder? Da müsste nichts zum Spannen sein. Oh, Viskolüfter. Hab ich mir gedacht. In Schwarz. Okay, da ist der kleine Rabatt hier vorne fertig. Da haben wir einen Zündkabelsatz. Ist der Motor von der oberen Seite fetch.
machen Kühler schon reinbauen. Das stört uns hier nichts mehr. Brauchen wir kein Lüfterrad, weil wir es hier haben, klar. Okay, dann könnten wir den eigentlich von unten meines Erachtens fertig bauen. So, jetzt müssen wir schauen. Da brauchen wir 6 davon. Und hier sehe ich es eigentlich überhaupt nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kurbelwelle 5. Pleuel 6. Wobei mir da welche repariert haben, aber ist wurscht. Die brauchen wir immer wieder. Haben wir jetzt schon. Oh Mann. 14.000 an Perlen reingekriegt. Jetzt 702 oder 704 waren wir. Technisch. Ah, die Kardanwelle dürfen wir nicht vergessen. Machen wir jetzt Gläu. Okay, dann ist eigentlich nur noch Träger und Achsen. Noch 4 große Boxenkoffer, weil die waren ja nicht mitberechnet an dem Träger. Innen der Lüfter der Bremsscheibe, ehrlich. Respekt. Kein Bampf nicht einbauen. Gut. Technisch jetzt eigentlich so gut wie fertig. Aufbauen, und dann noch was. Da.
Geben wir ihm die Flüssigkeiten, was er nicht viel hat, weil kein Servoölbehälter. Haben wir den einfach verballert, aber ich denke mal. Danach. Oh, Servo hier noch ein Fremdwort. Klingt wie ein Mann. Sieht man super, ja. Sieht man sehr, sehr gut. Jetzt eigentlich im Außen sorgen. Und zwar tun wir jetzt direkt schweißen. Ich darf jetzt gleich den Innenraum machen. Weiß bzw. Creme. Passt zum Dreck. Na. So, Heckklappe weg. Stoßstange weg. Lichter haben wir keine mehr. Nummernschild weg. Haben wir nichts mehr drin? Kann nix, kein nada, kein niente. Ob wir die reparieren können? Also brauchen wir alles bis auf die Heckklappe. Gebongt. Schauen wir mal. Wird es nicht geben, aber dann jetzt. Okay, Heckklappe nicht. So, jetzt sehen wir mal das wunderschöne Auto. Ah, schaut noch ein bisschen geflickt aus, gar. Aber abwarten. Abwarten, Tee trinken. Das Nummernschild heißt. Das wollen wir immer selber nehmen. JG8274M. Fehlt ja nichts mehr. Das ging jetzt irgendwie so schnell. Einmal innen und außen bitte waschen.
schick. Sehr schickes Auto. Jetzt warten wir, bis der lackiert ist. Aber erstmal musst du noch, ja, weil wir hier alles einstellen müssen. Deine Spur und so weiter. Was? Licht dann noch? Eigentlich gab es ja da noch kein Metallic. Eigentlich müsste man ja einen Glanz nehmen, oder? Oder Uni. Ich möchte Glanz. Das ist, glaube ich, doch. Ja. Oder Metallic genommen, oder? Doch, ein Glanz. Was haben wir jetzt drauf? Hä? Ich mag Glanz. Jetzt verhunzt der immer. Das ist ein bisschen... Glanz. Ja. Ja, dann hab mich gern. Dann ist es halt Metallic. Schon stimmen, wenn das der Original-Lack ist. Doch. Doch, 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 ist ein sehr schönes Auto. Gut, der Innenraum jetzt in den beigen. Hm. Aber es war halt so, ne? Früher. Cool. Machen wir mal draußen einen richtigen Licht an. Müsste nochmal ein Tacken dunkler sein. Ist schon schick. Doch, 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 doch. Motor aber aufmachen. Ey, ja, komm. Hey. Das hat doch Style, oder? Passt. Dann schauen wir mal, was denn der gute Kollege uns hier alles 100, 100, 100. Mal 50k plus gemacht. Oder? Ja, ungefähr. Ein bisschen mehr als 50k. Dann müssen wir nochmal einen Carrera uns holen. Okay. Ich werde auf jeden Fall bei dem Porsche und Jaguar weitermachen. Wir werden im nächsten Video wieder auf den Schrottplatz gehen. Und uns Porsche und Jaguar holen. Mit zwei Autos. Und ja, schauen, dass wir auf die Mille kommen, ne? Gut. Oh, dann haben wir es soweit. Machen wir noch leer die Liste. Nächstes Video nicht machen müssen. Hier haben wir alles leer. Passt. Passt. Meine lieben Leute, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich dachte echt, wir holen ein bisschen mehr Kohle aus dem Oldtimer raus, aber leider nichts. Halb so schlimm. Schauen wir, dass wir einen anderen Jaguar und einen anderen Porsche finden. Natürlich, wenn ich einen Carrera finde, nehme ich den. Brauchen wir nicht drüber reden. Weil mein Wunsch wäre es halt schon, andere Autos mit herzurichten. Und ja, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Support da. Like, Abo, Kommentar. Mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video, wenn es weitergeht, dass wir hier nicht dreiviertel Millionär werden, sondern auch ganzer Millionär. Bis dahin sage ich, habe die Ehre und Servus!